Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Division. Yay! Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Revano. Hallöchen. Und der Grazi Friag. Ja, ich bin auch da. Grazi. So, und heute werden wir uns endlich mal die Basis. Wir haben das letzte Mal hier die Computer freigeschalten, haben die Zwischensequenz hier geguckt mit dieser Layla, Wung. Und ja, jetzt wollen wir uns hier mal ein bisschen in der Basis umgucken. Wer es nicht von der Beta kennt, wir können uns hier umgucken. Onkel, stell dich mal bitte vor die Auffüllkiste. Ja, warte. Und dann drehst du dich mal um und dann guckst du mal an die Wand. Genau. Das war eine Beta nicht, ne? Ach, guck mal da eben. Medizinischer Flügel, Tech-Flügel, Sicherheitsflügel. Ja, und oben, wie viel Prozent wir ausgebaut haben und so. Das war in der Beta nicht, ne? Da war das nur am Eingang, soweit ich mich entsinnen kann. Sicherheitsflügel ist offline. Ist alle offline. Okay. Also ich würde sagen, wir gucken erstmal ganz kurz, weil hier ist ja jetzt dieser, das habe ich gestern angesprochen. Fertigungsstation. Fertigungsstation, die ist neu, genau. Die war ja in der Beta nicht verfügbar. Ah, und hier kann man dann Waffen bauen und sowas. Geil. Und Masken. Keine Blaupause, also musst du Blaupausen und sowas, die findest du oder kannst du erwerben und dann kannst du... Beliebiger Bonus, Wir haben hier zum Beispiel schon, guck mal hier, Stufe 4 Handschuhe. Blaupause. Können wir hier zum Beispiel schon herstellen, die zwei Sachen. Hier die Handschuhe zum Beispiel. Militärversion. Achso, du kannst praktisch nur Waffen bauen. Guck, da unten, Ressourcen hast du hier unten. 0 von 5 Stoff, deswegen findet man dann immer Ressourcen. Und zum Handschuhen zum Beispiel brauche ich 5 Stoff, ich habe aber nur 0. Werkzeug, Waffenteil, Elektronik, genau. Scheiße. Rucksäcke. Keine blauen Rucksäcke, ne? Nicht meine Rucksäcke. Das ist das Craft. Du kannst auch hier Stoff machen. Ach nicht, Stoff. Waffenteile gibt's auch. Werkzeuge. Elektronik. Alles Stoff, alles 5. Aber ich sehe gerade, du hast hier auch blaue Waffenteile, grüne Waffenteile, die du da einsetzen musst. Ja, das sind die Stufen, ne? Mhm. Ja, aber auch die du einsetzen musst, die Ressourcen. Und deswegen. Die blauen sind ja die ganz heftigen. Deswegen ist es wieder schwierig, sich jetzt hier zu entscheiden. Was machst du? Verkaufen? Oder bauen? Ich denke mir mal, dass du, wenn du baust, bestimmt bessere Sachen kriegst, als wenn du. Ihr habt hier noch ein ganz rechts hier, wo diese Händler sind. Da gibt es noch diesen JTF-Offizier Einsatzbericht anfordern. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Genau, das können wir auch noch machen. Warte mal. Ja, machen wir mal so durchgehen. Ich mache jetzt erstmal hier den Waffenhändler, gucke ich mir mal an, was der so alles anzubieten hat. Okay, eine neue Pistole. Das klingt aber schon mal ganz gut. Aber die kostet 299 Euro. AK 47. Ah, für Level 5. 22.000. Oder hier eine P416. Obwohl, auf der anderen Seite, wann tue ich schon mal mit einer Pistole schießen? Ich habe kein Geld mehr. Ich schieße fast nur mit der Pistole. Weil das auf Distanz ist die Pistole sehr effektiv. Ja, aber ich habe ja Maschinengewehr. Boah, ist das geil. Gibt's alles, gibt's ja. Ich guck mal lieber weiter. Ich bin da so ein bisschen geizig. Jetzt bin ich beim Ausstattungshandel. Ja, ich bin auch total geizig gerade. Brauchen Sie es auch nicht. Ich würde gerne alles kaufen. Nee, ich bin wirklich... Der Mod-Händler. Oh, hier, das hat... Erweitertes Magazin. Hier, Schalldämpfer. Aber ein Schalldämpfer bringt dir natürlich weniger Schaden, ne? Das ist so der Nachteil daran. Nö, steht ja nicht da. Guck mir gerade hier die Bude mal an. Doch, hat immer weniger Schaden gebracht, Schalldämpfer bis jetzt. Oh, da hinten ist auch was Neues. Das gab es in der Beta, glaube ich, auch nicht. Ja, warte mal, Moment, wir sind hier noch bei den Händlern. Doch, Belohnungshändler. Ja, der Belohnungshändler ist ja das, wo wir die Sachen jetzt herbekommen, die wir im das ist Club ganz zum Beispiel ist, gekauft haben. Aber warte mal ganz kurz, Rivano. Ja, Mods-Händler, da bin ich gerade, genau. 2,5. Da war ich auch, ja. Was ist da? Warum ist das teurer? Langoptik-Mod. Höhere Attribute, M4-Polizeiversion. Aber so ein Schalldämpfer ist schon geil. Verminderte Bedrohung. Also ich würde mir ja schon von den Mods würde ich mir gerne was kaufen. Und zwar, hier haben wir eine optimale Reichweite. Also Leute, geht mal zum Belohnungshändler. Der hat all möglichen Scheiß. Du bist eine Nase, echt. Ich habe gerade noch gesagt, warte mal. Ja, kurz, hat er noch mit mir gemerkt. Und er geht hin, ne? Er hat all möglichen Scheiß gratis alles. Also was geht denn hier? Okay. Ja, das ist das alles, was du im Club geholt hast. Nee, das habe ich nicht alles geholt. Achso. Nö, ich weiß nicht, es sind doch für Season Pass hast du auch noch Sachen.
Nahrungskonserven und Müsli-Riegel und Werkzeug und Waffenteile und Ich sehe den nicht, den Belohnungshändler. Der ist im medizinischen Flügel hinten, einfach durchrennen und dann rechts rum. Aber ist übertrieben, oder? Der hat einen Rucksack mit 70 Rüstung, alles gratis. Mitnehmen. Das ist das Sicherheitsflügel? Hast du alles genommen? Nein, medizinischer Flügel. Ja, ich... Einlösen steht da. Also. Tatsächlich, können wir einlösen. Alles gratis, alles mitnehmen. Überlebensratgeber, nicht gefunden, aha. Nicht genügend Platz im Inventar. Oh. Credits. Elektronikteile. Ja. Stoff. Waffenteile. Angebote sind unglaublich. Alter. Ja, aber nimmst jetzt echt jeden Hut mit? Klar. Ja, warum? Du kannst doch immer wieder reingehen. Na gut. Aber ich habe keinen Rucksack. Echt? Ich habe einen 70 Schaden Rucksack oder sowas. Ja, aber kannst du das vorne wieder verkaufen? Theoretisch schon. Das kannst du sogar da verkaufen. Kiste für Schockgranaten, Kiste für Tränengasgranaten, Kiste für Blendgranaten. Ja, da rüsten wir uns doch gleich mal aus. Boah, wie viele Items ich bekommen habe. Krass, aber der Rucksack ist echt heftig. 36 Inventarkapazität dazu, plus 50 Rüstung. Ach hier, ich hab doch einen Rucksack. Leck mich am Arsch. Na, ich habe auch noch mal 15% exotischen Waffenschaden hier. 1900 Schaden macht die Waffe jetzt. Hier mein Dingsrucksack, mein Standardrucksack, den kann ich ja verkaufen. Trinken der. Wen ach so, fünf. Wenn du verkaufst, kannst du natürlich. Ach guck mal, hier kannst du auch Ressourcen kaufen. Naja, dann tun wir das. Gratis Schlüssel. EMP-Granaten. Ja, du kannst ja hier alles einlösen. Nur das ist ja das praktisch. Oh, hier gibt's ein gratis Schrotflinte Stufe 5. Nämlich. Ja, ich bin also ist, wieso ist denn hier alles gratis, Alter? Ja, das ist, haben wir alles gekauft mit dem dicken Paket. Ja, aber alles gratis? Auch einen Haufen Klamotten. Mhm. Alles einlösen. Ganze Klamotten, Alter. Das ist echt klick, alles. Klick, klick, klick. Na gut, dann mach ich auch. Ja, haben wir ja alles rauskommen. Objekte finden sich im Inventar wieder. Ja, okay. Natürlich du denn auch den Rucksack und alles kaufen? Auch die Schrotflinte, alles? Klar, wo denn sonst ist, ist umsonst, ne? Kriegen ja nachher wieder neuen Kram. Und die Ressourcen nutzt ihr bestimmt auch alle, ne? Geil. Ne, Ressourcen gibt's Logisch. Keine. Doch. Doch. Boah, Ressourcen, den ganzen Arsch voll. Kommen Sie zurück und berichten Sie. Das habe ich ja gemeint vorhin. Ich habe ja direkt bei Ressourcen geguckt und guck so. Alter, what the fuck? Da können wir uns dann schon was vorne basteln. Sie wissen, dass Sie es wollen. Okay, jetzt habe ich ja etliche neue Waffen. Ein Hemd von der Nationalgarde. Nein. Okay. Was ist denn der Hazmat? Gefällt mir aber die JTF besser. Ja, mir auch. Weil die hat ja dieselben Werte, ne? Auch. Genau dasselbe. 1-1. Hey, fehlt Ihnen noch irgendwas? Oh, ich sehe richtig geil aus, liebe Freunde. Dann mache ich jetzt mal ganz kurz einen Hampelmann, dann kann ich mich besser angucken. Boah, die Hazmat sieht ja geil aus. Oder? Ja, die sieht beide geil aus. Aber die Hazmat hat panzerbrechende Munition, glaube ich. Vom Magazin her zumindest. So, die kann ich ja. Geil. Und die mache ich ja einfach. Ich nehme jetzt diese Schrot und als Zweitwaffe nehme ich dann die JTF. Du kannst doch diese Schrot noch gar nicht. Du kannst doch diese Schrot gar nicht nehmen. Also noch gar nicht aus mit der Ausrüstung. Nee, Level 5. Das ist keine Schrot, das ist Pistole. Was? Der Vierer. Ach, eben. Das ist eine abgesägte Schrotflinte. Das ist eine abgesägte Pistole. Ne? Aber die kannst du doch eh noch nicht anlegen. Nö. Ja, noch nicht, aber man hat sie. Ne? Könnt ihr dann gleich mal. Warum? Die Händler werden immer wieder mit Ausrufezeichen angesegnet. Ja, ich frage mich gerade, haben die dasselbe Munitionsart hier, die zwei Waffen? Weil dann ist es ja, dann brauche ich ja die eine Waffe nicht reinzustecken, weil. Ist ja Quark, ne? Weil ist ja, wenn die Mission von dir alle ist, ist ja dann die auch alle.
Also bis jetzt habe ich immer nur, also ich habe nur drei verschiedene. Ach, die Schrotflinte ist für die für Pistole. Ach so, jetzt ja, verstehe ich das. Das gerade gesagt, das wollte ich gerade sagen. Das hast du mir die ganze Zeit. Wenn ihr mal über den Händler guckt, da steht eine Uhrzeit, Auffüllung steht da. Da läuft eine Zeit, 24 Stunden läuft da ab. Ich habe auch ein Outfit, jo. Ja, ne? Ja, habe ich auch. Ich habe jetzt ein richtig geiles Outfit. Ich sehe richtig krass aus. Bin ein richtiger Soldat. Nee, ich meine für Waffen. Für die Waffen habe ich ein Outfit gekriegt. Kommt ihr, Hübschen. Ich nein, will jetzt will ich mich schon mal ankleiden, hier, Junge. No, was man hat man, ne? Ja, ankleiden könnt ihr euch. Und dann machen wir diesen komischen Einsatzbericht und dann können wir uns draußen treffen. Louis, das sieht aus wie ein Müll von nix. Soweit haben wir ja alles durch, ne? Unterlauf. Oh Gott, das sieht ja aus, sieht aus wie so, ein Verkehrspolizist. Ne, danke, ey. Und jetzt bitte fahren Sie rechts und links und bremsen. Der bitte. Steht Onkel da, weißt du? Mit der Kelle. Komm. Oh. Ja, was mache ich denn so lange, liebe Freunde? Ich habe ja, leider schon. Weiß ich nicht, den Rest. Ich weiß nicht, was du machst. Ich brauche ja ganz schön lange, um die auszuziehen. Ich bin ja ein bisschen schneller. Ich kenne mich ja mit sowas. Weil du kannst ja die ganzen Tiere. Ach, du laberst, sag ja, Alter. Sicher. Das ist auch. Wie Alter, jeder der Rucksack, so Alter. Rollenspiel 70. Auch. Ja, den habe ich auch, 70. Und der hat auch 50 Rüstung plus, ey. Damit hätten wir auch schwer locker geschafft. Nee, und 70. Nee, das 70 ist die Rüstung, oder? Nein, da steht ja unten nochmal in diese komische orange Schrift plus 50 Schutz. Und dann hat der, weil da steht denke, ja 70 RST. Ja, 70 allgemein und nochmal 50. Wenn du auf Rucksack gehst, ja? Dann siehst du rechts, ganz rechts steht der Nationalrucksack, Standard 70 plus 21, dann 36 Inventarkapazität und dann höhere Attribute plus 50 Rüstung. Und dann geht's noch weiter runter. Stufenanforderung 4, okay. Das war's schon. Na gut, aber die Jacken sind schon ein bisschen. Ja, kannst ja verkaufen, den Scheiß, ne? Nee, bringt nichts, da steht dann gratis. Ja. Wie gratis verkaufen. Ja, das ist genau das, wie du die eingekauft hast, kannst du es auch wieder loswerden. Boah, ein SWAT-Helm? Sag ich mal. Nee. Das sehen alle scheiße aus. Alter. Meine Primärwaffe macht 1900 Schaden, ey. Das ist schon echt gut. Obwohl, ich nehm den Spezialhut. Ach ja, die kleiden sich ja an, du. Die sind wie Frauen, ja, die stehen den ganzen Tag im Shoppingcenter. Ich bin eine Frau. Bin sogar aber eine Frau. Aber der Schuh muss ich nochmal anprobieren. Aber die Halskette muss ich auch nochmal anlegen. Tja, so sind wir. Nationalgarde. Die Ohrringe, einzeln. Boah, Nationalgarde sieht doch geil aus in dem Tarnmuster. Ja, hab ich doch. Ich bin komplett Nationalgarde eingekleidet. Jetzt macht nicht alles nach, ihr Säcke. Hier, Division-Kultjacke. Ja, es geht nur. Nationaljacke und mit dem Rucksack, das passt. Und dann natürlich die Hose. Und als Hemd habe ich vom SWAT. Halstücher. Kannst du noch wie so ein Lava Aufklärungsdaten. Virusberichte. Die sagen dauernd Outfit-Sets gibt's ja auch. Ja. Sets. Der Kacke. Nee, ja, wird auf jeden Fall geil. Nehme jetzt hier mein Mützchen. Ihr Schnuckelchens. So, wir könnt haben ihr denn schon, könnt ihr denn schon eure, zum Beispiel deine Granate oder so, könnt ihr die denn schon aufrüsten? Du kannst nämlich die Granate oder den Scanner oder so, kannst du alles nochmal stufenweise aufrüsten. Werfen Sie einen Blick drauf. Wo muss ich da drauf? Inventar? Auf Fähigkeiten. Wo muss ich da drauf? Ich verkaufe nur das Beste. Das muss man natürlich wieder verkaufen. Ach, bei Talente meinst du, oder was? Hm? Es gibt ja jetzt Talente und was Vorteile. Was ist denn jetzt, wenn ich die Sachen woanders verkaufe?
Sind die dann trotzdem gratis, wenn ich jetzt davor zum Beispiel gehe und den... Nein, es bleibt überall gratis. Sie, hast du es probiert? Ja, ich habe ja verkauft woanders und dann steht da auch gratis. Scheißdreck, ja. Kriege ich wenigstens 17 Dollar, ja. Oder was ist denn, wenn du es zerlegst? Wo hast du das denn verkauft? Also was ist denn, wenn du es zerlegst? Da kriegst du doch Teile dann, oder nicht? Ach, na eben, oder? Ich bin so blöd. Oder? Ich weiß es nicht. Also bei mir steht gratis, auch für die Waffe und alles. Reden gerade vom Zerlegen. Ja, da kann ich Ihnen keine Quittung geben. Die UNO angreifen. Stimmt. Wo denn? Ich weiß nicht, ob du da was kriegst. Na, wenn du auf die Waffe gehst, kannst du doch mit Dreieck, glaube ich, zerlegen. Nee, mit L3. Okay, L3. Geht aber nicht. Klar geht das. Nein, geht nicht. Bei ihm geht's nicht. Warum soll das auch gehen? So. Was habe ich denn hier? Bildmaterial? Du kannst halt die Klamotten nicht zerlegen, das ist halt das Doofe. Krass, wir sind jetzt hier schon 15 Minuten nur am Rumgeigeln. Toll, das Zerlegen hat keine Materialien gegeben. Mhm. Ach so? Haben Sie schon was im Blick? Ja. Okay, Ressourcen will ich noch einpacken. Ach, es gibt noch was Neues, ne? Das habt ihr in der Beta auch nicht gehabt. Wenn ihr gleich mal auf die Inventarseite geht, Entschuldigung, Quatsch, Fähigkeitenseite, sagt mir Bescheid, dann sage ich euch das eben. Nahrungskonserven, alles reinhauen, ja. Brandgeschosse. Also wenn ihr Optionen... Ich hab nur keine Erste Hilfe und keine HE-Granaten, kann ich mal nehmen. Vielleicht nächstes Mal. Und dann Fähigkeiten. Geile Sache. Was? So. Fähigkeiten, wenn ihr Optionen-Menü drückt und dann geht ihr mal auf Fähigkeiten. Ja. Dann? Habt ihr? Ja. Ja, nur? Und dann drückt ihr R1. Dann habt ihr einmal die Talente, das ist ja, neu. Ja, ich weiß, Talente und Vorteile. Und ne? Vorteile. Und Vorteile ist, wenn wir die Basis neu ist das nicht, das war in der Beta auch schon, nur es war, stand da in der Beta geschlossen verfügbar. Ja. Also die genau, und wenn wir jetzt Fertigkeiten, da kannst du bloß bis zu 3 Stück sogar, ich dachte 2, das ist sogar ein dritter Platz. Talent ist gesperrt. So, und dann Talente, da kannst du bis zu 4 Stück, aber da kannst du, glaube ich, nichts umändern, also die 4, die du hast du. Glaube ich, irgendwie so war das. Und bei den Vorteilen, kannst du alle aufrüsten. Ja, das ist dann, wenn wir die komischen Bereiche aufmachen, dann kriegen wir zum Beispiel steigert den Erfahrungsgewinn durch alle Aktivitäten um 10%. Richtig geil. Ey, jetzt haben wir echt hier den ganzen Part. Ja, ich würde sagen, wir gehen zumindest jetzt nochmal raus und nehmen zumindest die Mission mal hier an, bei dem TFC-Officer. Hey. TF. Ach, Einsatzdaten. Ja, hier kannst du das finden. Und dann kannst du hier die Einsatzdaten plünder. Gut, die Waffen sind okay. Ach, kannst du dir nochmal die Audio-File anhören, okay? Und hier kriegst du bei dem, den kriegst du eine Belohnung, eine Hochlandjacke. Mhm. Alter, der Rucksack, der ist ja richtig fett, Alter. Das ist ein richtig dickes Ding, Alter. Ach, du hast... Aha. Einsatzbericht, der Plünderbericht 01. Das meinst du, ne? Genau. Vermisste Agenten, Echos, abgestürzte Drohnen, also jede Menge genau, Arbeit. Das sind diese ganzen Sachen, die du so findest auf der Map verteilt. Mhm. Und wenn du die alle hast, dann kriegst du die Jacke oder was. Die Legendary Jacke. Abgestürzte Drohnen gibt's noch, dann gibt's noch die vermissten Agenten. Oh mein Gott. Ja, ja. Ja, jetzt haben wir uns hier mal ein bisschen umgeschaut. Der Rucksack ist echt ein dickes Ding, ne? Alter. Ey, du dickes Ding, jetzt geht mal bitte am Eingang, wo der Fertigungsstation ist und da stellt euch davor und lauft links und da ist dann diese Mission da. Einsatzbericht anfordern. Ja, das zumindest schon mal. Genau. Ich bin jetzt doch. Ich stehe jetzt vor der Alben. Okay, aber geht erstmal kurz nach links, da ist doch eine Tafel. Holt euch mal eben die Mission hier. Okay. Die habe ich vorhin aus Versehen angeklickt. Da ist direkt links eine Tafel. Die kann nur einer, habe ich da vorhin schon mal erklärt. Einer der Gruppe muss die kann nehmen und dann. Nicht? Das ist nur praktisch, dass du die Karte aktualisierst. Genau. Das hat ja, wenn das Rivale schon gemacht hat, dann können wir das nicht nochmal machen. Ach so, ich dachte, weil das unsere jeder die eigene okay, Basis ich jetzt, ist das also, okay. Ich drücke jetzt Einsatzbericht anfordern. Ja. Glaubst du? Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Viel Glück da draußen. Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Hey, denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du daraus bist und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Okay. Es wird lustig, wa?
Onkel hat gedrückt und ich konnte gar nicht mehr drücken. Nee, ich konnte auch noch drücken. Nee, das war ja eben Revano hat gedrückt. Ich habe nicht gedrückt. Ja, dann was hat Revano? Irgendeiner hat gedrückt und ich konnte gar nicht mehr. Ja, ich habe gedrückt, ja. Weil ich wollte mal in der Beta war es anders, dann musste jeder einzeln drücken. Wollte ich mal. Ja, jetzt sind wir ja im Team eingruppiert. Ja, jetzt können wir den dicken drücken, steht da wieder und da steht dann Mission B. Was willst du immer mit dicken drücken? Ich raff's nicht, was du für eine. Ja, die dicke Tabulator-Taste da, die mittlere. Er meint das Touchpad bzw. Ja. L3 und R3. Das sollt ihr jetzt dicke. Alle draufdrücken. Nein, das machen wir. Wir gehen jetzt vor der Tür und ich muss den Einsatz. Ihr wählt bitte nichts aus, weil ich bin der Einsatzleiter und wenn ihr jetzt auswählt, dann geht es nicht mehr meiner Mission nach, die ich auswähle. Wo sind wir jetzt hin? Wir müssen vor die Tür gehen. Ja, wir gehen jetzt mal vor der Tür und treffen uns draußen und dann schließen wir erstmal den Park ab. Alles klar, ich bin draußen. Können wir uns alle mal begutachten. Wir haben einen ganzen Arsch voll Missionen, wenn ich mir die Karte angucke. Oben ich denke, viel davon sind diese. Oh, hey. So, jetzt. Spielersuche, laden Sie Agenten, bla 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 bla. So, ja. Bisschen spät. Haben wir jetzt alle diese dicken Rucksäcke? Ja. Na klar. Ja. Ach, wir waren nur crazy der Müllfahrer. Ja, ich hab die Dingshose genommen. Ich fand die irgendwie am coolsten, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Ich finde, wir sehen cool aus. Und ich habe verdammt geile Waffen. Ja, und dann müssen wir schon wieder den Part abschließen, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt die ganze Zeit in dem Ding. Naja, muss auch mal sein. Was gibt's halt auch mal bei solchen Spielen. Das wird jetzt halt auch in den nächsten Parts nicht mehr auftauchen so schnell, dass wir jetzt hier wirklich so lang hier in der Basis rumhocken und kontrollieren und machen und tun. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.